Wie viel Geld braucht man, wenn man älter, vielleicht gebrechlicher, sogar krank oder pflegebedürftig wird? Und wie stark belastet das die Allgemeinheit? Die Altersvorsorge in der Schweiz ist im Umbruch und die Herausforderungen bei der Rentenreform enorm. Die Alterspyramide um 1900, hier überwog die Zahl der jungen Männer und Frauen. Heute ist aus der Alterspyramide eher eine Altersurne geworden, mit weniger Jungen und viel mehr Älteren. Seit über zwei Jahren arbeitet der Bundesrat deshalb am Projekt Altersvorsorge 2020. Jetzt kommt auch die liberale Denkfabrik Avenir Suisse mit einem Vorschlag, der Zündstoff birgt. Sie fordert eine Art Zwangssparen für alle ab 55. Ruth Seeholzer berichtet. In rund sechs Jahren droht der AHV ein Milliardendefizit, das mit jedem weiteren Jahr drastisch steigen wird. Auch die zweite Säule muss reformiert werden, damit künftige Generationen noch von der Pensionskasse profitieren können. Für Avenir Suisse ist klar, es braucht den Weg der Eigenverantwortung. Ihr Vorschlag: Zwangssparen ab Alter 55, 285 Franken jeden Monat. Die heutige Pflegefinanzierung bestraft das Sparen und fördert den Konsum. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zwei Personen gehen zusammen in die Rente. Der eine lebt sparsam und kommt im Pflegeheim, muss selber das Pflegeheim kosten. Sein Kollege, der das Leben genossen hat und keinen Franken mehr hat, der wird von der Gesellschaft getragen. Wir denken, das ist ungerecht. Zwangssparen ab 55, das kommt bei der Altersorganisation Graue Panther nicht gut an. Das ist ein sehr unsoziales Konzept. Es treibt einen Keil zwischen die Generationen, zwischen Jung und Alt. Es hüllt unser gutes Sozialversicherungssystem aus. Es ist eigentlich nichts anderes als ein neues Geschäftsmodell für die Versicherungen, die auch dahinter stehen. Ob der Vorschlag zum Zwangssparen fürs Alter beim Stimmvolk eine Chance hätte, ist alles andere als sicher. Gerade bei diesem Thema haben wir die Situation, dass ja die etwas ältere Generation da jetzt mehr bezahlen müsste, die betroffene Generation. Und das ist die Generation, die ohnehin viel Stimmen geht. Die Jüngeren gehen weniger Stimmen und für die ist das auch weit weg. Und die werden da weniger stark sich für ihre eigenen Interessen mobilisieren lassen. Es werden wohl noch weitere Überlegungen bei der Reform der Renten nötig sein.